leider, bevor ich beginne, noch mal einmal darauf hinweisen, bitte. Die Abstände zu halten, die Maske zu tragen und ich bitte noch zusätzlich, diesen inneren Bereich freizulassen. Danke. 19. Mai, Gedenktag an den Pontus Genozid. 19. Mai, europäischer Gedenktag an die Opfer des Kemalismus. 1933, 1945, vermehrt, verstoßen, gemartert, erschlagen, erhängt, vergast. Millionen Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft beschwören dich. Niemals wieder. Nur der Betrachter, der sich zwischen diesen Blöcken war, kann den Text lesen. Es wird ein unbehaglich zwischen den massiven Steinen. Die Spitze der oberen Steine drückt in den Nacken. Der Stein ist schwarz und schwer und unverrückbar. Niemand kann das Mahnmal zerstören, auf die Seite schieben. Die schweren Steine schützen die wichtigen Worte der Erinnerung. So verkündet der Schriftzug die Worte des deutschen Philosophen Ernst Bloch hier am Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus, das aus diesen vier schwarzen Granitblöcken besteht und die schweren Zeiten dieser Gewaltherrschaft für die Opfer symbolisiert. Meine Damen und Herren, diese Worte wiederholen wir Jahr für Jahr. So wie wir das Jahr für Jahr gedenken, so müssen wir auf uns diese Worte das Bild prägen, was der Künstler mit diesem Denkmal aussagen wollte. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie nun um eine Schweigeminute zum Gedenken an alle Opfer von Genozid. Vielen Dank. Sehr geehrter griechischer Generalkonsul in Stuttgart, Herr Simeon Inardakis. Sehr geehrter Bundestagsabgeordneter der Linken, Herr Tobias Krieger. Sehr geehrter Vorsitzender der AD des Verbandes der Vereine der Griechen aus Pontos in Europa, Herr Ioannis Moussanidis. Sehr geehrten Vorsitzenden der griechischen Verbände und Gemeinden. Sehr geehrte kurdische und türkische Freunde. Sehr geehrte armenische Freunde, sehr geehrte assyrische, aramäische Freunde, im Namen der Vereins der Völkermordner, sehr geehrter Herr Ali Ertem, sehr geehrter Amanatis Tangalidis, langjähriger Unterstützer von Dolgapolis, sehr geehrte Damen und Herren, die historisch unverzweifelte Vertreibung und Ermordung von Millionen autochthonen Menschen, Griechen aus Pontus und Thrakien, Armenien, Assyrer, Kurden. Vom Osmanischen Reich und der daraus folgenden kemalistischen Türkei, die eindeutige Züge eines systematischen Völkermordes trägt, ist in seiner 102-jährigen Durchführung eingetreten. Meine Damen und Herren, erinnern heißt, die Dinge und Menschen dem Vergessen zu entreißen. Schon die Erinnerung gibt Menschen ihre Würde und den Dingen ihren Wert. Gedenken aber heißt wohl noch mehr als erinnern. Gedenken neigt das Haupt in Respekt vor den Opfern. Man macht bewusst über die Geschehnisse und will aus der Vergangenheit lernen für die Gegenwart und die Zukunft. Wir gedenken heute der Opfer, die vor 102 Jahren umkamen. Wir gedenken der Überlebenden, der in der Welt verstreuten und Heimatlosen, die sich mit ihren Nachkommen bis heute nicht von diesem Trauma erholt haben. Wir gedenken den Entwurzelten derer, die bis heute auf der Suche nach ihrer Identität sind und derer, die in eine neue Identität gezwungen wurden. Solche Wunden können nur heilen, wenn sie nicht nur erinnert werden. Opfer wie Überlebende und ihre Nachkommen brauchen auch die Anerkennung dieses ihres Schicksals,
um Leben und Zukunft zu gewinnen. Deshalb sind wir hier. Dass wir gerade in Deutschland hier gedenken, ist schon deshalb wichtig, weil gerade die Deutschen gelernt und erfolgreich bewiesen haben, dass der Weg in eine versöhnte Zukunft im Kreise der Völker Europas nur um den Preis der kritischen Auseinandersetzung mit den dunklen und dunkelsten Kapiteln der eigenen Geschichte beschritten werden kann. Erst die wissenschaftliche Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit und das aufrechte Eingestehen historischer Verbrechen lässt das Vertrauen wachsen, dass sich Vergleichbares im 21. Jahrhundert nicht wiederholt. Die Bundesrepublik Deutschland darf hier in aller Bescheidenheit, nein, sie muss als weltweit Beispiel gelten und gerade deshalb muss sie sich die Freiheit nehmen, bei den Staaten der Türkei in diesem Punkt den Finger in die Wunde zu legen. Deutschland hat die historische Pflicht, so wie anderen Staaten es getan haben, unabhängig von der starken wirtschaftlichen Beziehung zur Türkei, das Verbrechen nicht nur als Genozid vollständig anzuerkennen, sondern auch von der Staatengemeinschaft als solches zu verteidigen. Die deutsche Bundesregierung muss die Wegweiser für die vollständige Anerkennung des Völkermordes an diesen autochthonen Völkern von Kleinasien sein. Liebe Freunde, die Opfer verdienen ein klares und eindeutiges Bekenntnis. Wir hoffen, dass den Opfern internationale Anerkennung widerfahren wird, damit sich die Geschichte nicht wiederholen kann. Dazu sind wir auch gegenüber allen Opfern von Genoziden und gegenüber der Menschheit verpflichtet. Ich bitte nun den griechischen Generalkonsul in Stuttgart, Herrn Simeon Ioannakis, um sein Grußwort. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για την παρουσία όλων. Σήκωσε το λίγο. Τώρα μάλλον ακουγόμαστε καλύτερα, έτσι δεν είναι. Ωραία. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την παρουσία όλων ημών, Ελλήνων, συμπατριωτών, Γερμανών αξιωματούχων, επισήμων και φίλων φυσικά της Ελλάδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους εκπροσώπους των κοινοτήτων, των ελληνικών, ποντιακών βεβαίως, αλλά και πολλών εθνικών ομάδων, οι οποίοι είναι φίλοι και αδερφοί της Ελλάδος και στο σκοπό αυτό τον οποίο τιμούμε σήμερα. Θα ήθελα να διαβάσω καταρχήν ένα σύντομο χαιρετισμό που απίφθινε για τη σημερινή πετειακή ημέρα η κυρία Σακελαροπούλου, η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τιμάμε σήμερα τη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων του ποντιακού ελληνισμού, οι οποίοι εξωτώθηκαν με απάνθρωπο και αποτρόπαιο τρόπο πριν από έναν αιώνα. Παράλληλα, εξαίρουμε τον ηρωικό βίο των Ελλήνων του Πόντου, οι οποίοι διασώθηκαν και συνέβαλαν με τον δικό τους τρόπο τα μέγιστα στην ανόρθωση και την πρόοδο της μητέρας πατρίδος, στην οικονομική της ανάπτυξη και στον πλούτο της πολιτιστικής της ταυτότητας. Η αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας υπήρξε αυτονόητο και ελάχιστο χρέος της ελληνικής πολιτείας. Η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης δεν εξαντλεί τη δυναμική της μόνο στο παρελθόν. Λειτουργεί συμβολικά και αποτρεπτικά για το μέλλον. Η σημερινή ημέρα είναι μια ζωντανή και διαρκής υπόμνηση σε όλους, σε όλη τη διεθνή κοινότητα, τη σπουδαία σημασία που έχει για την ειρηνική συνύπαρξη όλων μας η ηθική της ευθύνης και της συγγνώμης για το έγκλημα αυτό. Η απερίφραστη καταδίκη των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας είναι μια πράξη με βαθιά πολιτική και ανθρώπινη αξία. Όλοι εμείς που είμαστε μαζεμένοι εδώ σήμερα και όλοι φυσικά οι οποίοι συστρατεύονται στο σκοπό αυτό, έχουμε καθήκον, όπως κάνανε άλλοι αδερφοί λαοί, οι Αρμένοι και οι Εβραίοι, να προσπαθούμε καθημερινά και να δίνουμε έναν αγώνα μνήμης, να θυμούμαστε οι ίδιοι και να θυμίζουμε στους άλλους ότι το μαζικό αυτό έγκλημα που έγινε από το τουρκικό κράτος και από την τότε τουρκική ηγεσία πριν από 100 και πλέον χρόνια,
δεν θα πρέπει να ξεχαστεί. Θα πρέπει να έχει τη δική του δικαίωση, θα πρέπει να παραμείνει βαθιά χαραγμένο και εντυπωμένο στη μνήμη όλων των λαών του κόσμου. Δεν είναι ένα τοπικό έγκλημα, δεν ήταν κάποια διμερής διένεξη αυτή η θυσία των 300 περίπου χιλιάδων συνελλήνων, αλλά αφορούσε ένα έγκλημα μαζικό κατά της ανθρωπότητας, το οποίο δυστυχώς εν πολλής εκείνα τα χρόνια έμεινε ατιμόρυτο. Το κλίμα σήμερα, και αυτό είναι το ευτύχημα στη διεθνή συγκυρία την οποία διανύουμε, μετά και την απόφαση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης και του Προέδρου Biden να αναγνωρίσει την αρμενική γενοκτονία λίγες μέρες πριν τη σημερινή ημέρα, πιστεύω ότι δημιουργείται όλες τις καλές και θετικές προϋποθέσεις για να μπορέσουμε και εμείς και να κρατούμε ζωντανή τη μνήμη των προγόνων μας και των συμπατριωτών μας, αλλά και να θυμίζουμε σε όλο τον κόσμο ότι τέτοιες θηριωδίες δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται, δεν θα μένουν ατιμόρυτες για όποιον, για όποιο πολιταρχικό, τυραννικό, φασιστικό καθεστώς αποτολμήσει στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ich bitte nun die junge Aktivistin der Demokratischen Verein aus Stuttgart ihr Grußwort. Hallo, liebe Freundinnen. Wir sind heute hier, weil wir den Genozid an das pontische Volk nicht vergessen und nicht vergessen lassen. Wir gedenken an die Opfer, aber auch an die Märtyrer, die versucht haben, ihre Mitmenschen vor den anstehenden Massaker der früheren türkischen Regierung zu schützen. Der Lausanne-Vertrag sollte die Schicksale unserer Völker besiegeln. Der Plan, die pontischen Griechen, die Armenier und uns Kurden aus ihrem eigenen Heimatland und von ihrem Boden zu vertreiben und an den Verbliebenen eine ethnische Säuberung durchzuführen. Diese Pläne sind gescheitert. Wir sind der lebende Beweis. Wenn wir heute hier als alle zusammenstehen, als Antifaschistinnen, Antikapitalistinnen und Antiimperialistinnen, gemeinsam gegen den türkischen Faschismus und alle Faschismen vereint und bereit zu kämpfen und Widerstand zu leisten gegen Patriarchat, Femizid, Vertreibung und ökologische Zerstörung. Haben wir ein Stück weit die Pläne der hegemonialen Mächte der Welt, die über Menschenleben gehen, für ihre eigenen Profite und Macht zerstört. Dass wir heute hier zusammenstehen, fördert nicht nur unsere Kultur des Widerstands, sondern ist die Botschaft, die zur Verteidigung der Revolution gegeben werden muss. Es ist auch das praktische Gedenken an diejenigen, die ihr Leben für die Revolution geopfert haben und die uns weiterhin den Weg in unseren täglichen Widerstand und Kampf zeigen. Die Türkei führt wieder Krieg gegen die kurdische Freiheitsbewegung und gegen die Zivilbevölkerung. Am 23. April 2021 hat die türkische Armee eine umfassende Invasion in Südkurdistan, Nordirak gestartet. Tausende Soldaten greifen mit Kampfflugzeugen und Drohnen das Gebiet an, welches seit Jahrzehnten von der Guerillas der Arbeiterpartei Kurdistan kontrolliert wird. Seitdem finden täglich heftige Gefechte statt. Infolgedessen sind über 200 Menschen schon getötet worden. Gezielt werden vom türkischen Staat auch Dörfer angegriffen und bewirtschaftete Flächen zerstört. Ganz besonders im Visier der türkischen Invasionstruppen ist die Infrastruktur der Zivilbevölkerung. Es wird gezielt die Wasserversorgung, die Stromversorgung und die Felder sowie vier Herden in Brand gesetzt. Es wird auch nicht davor abgeschreckt, mit chemischen Bomben
anzugreifen. Der Diktator Recep Tayyip Erdogan und mit ihm die türkische Partei AKP und MHP sind die Verantwortlichen für die heutigen zahlreichen Massaker und die Kriegsverbrechen an der kurdischen Bevölkerung. Tausende Menschen sind jetzt wieder auf der Flucht. Seit der Besatzung von Afrin 2018 sind immer noch 3000 kurdische Frauen in den Händen des IS und der türkischen Armee und ihren Milizen. Sie werden als Sexsklavinnen in Gefängnissen gehalten und auf den Märkten der Menschenhändlerringe in der Türkei verkauft. Noch immer sind über 10.000 politisch inhaftierte Menschen in den türkischen Gefängnissen. Und noch immer wird der politische Führer des kurdischen Volkes in schwerer Isolationshaft auf der Gefängnisinsel Imrali seit 22 Jahren gehalten und als Häftling der Türkei dort mundtot gemacht. Die BRD schweigt weitergehend, liefert nach wie vor Rüstungsgüter in Rekordmengen an die Türkei und lässt mit der EU die Türkei in brutaler Weise Millionen Flüchtlinge isolieren. Jegliche Kritik an der Türkei wird ignoriert. Aber die türkische Armee kommt angesichts des heftigen Widerstands der Guerilla und der Volksverteidigungseinheiten kaum voran. Lasst uns gemeinsam den Faschismus entgegentreten und die Revolution in Kurdistan und überall auf der Welt unterstützen. Denn unsere Stärke ist die Stärke der Solidarität. Lasst uns wie der Frühling sein, der mit all seiner Vielfalt und Kraft blüht, Widerstand leistet, Leben schenkt und von den längsten und härtesten Wintern gefürchtet wird. Wir danken euch im Namen CONMEC, Konföderation der Gemeinschaften Kurdistan in Deutschland. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, erstmal sehr vielen Dank für die Rede. Ich bitte nun den Bundestagsabgeordneten der Linken und stellvertretenden Vorsitzenden der Partei, Herrn Tobias Pflüger, um sein Grüßwort. Freundinnen und Freunde, liebe Stuttgarterinnen und Stuttgarter, die das mitbekommen, herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Gedenkveranstaltung. Wir gedenken eines Genozids an den Pontusgriechen. Und um das gleich zu Beginn sehr deutlich zu sagen, ja, es war ein Genozid und dies müssen endlich alle anerkennen. Auch die türkische Regierung ist aufgefordert, endlich zur Schuld des Osmanischen Reiches zu stehen und den Genozid an den Pontusgriechen anzuerkennen und sich dafür zu entschuldigen. Aber auch die deutsche Regierung und der Deutsche Bundestag sollte die Mitschuld des Deutschen Reiches an diesem Genozid explizit und unmissverständlich anerkennen und sich dafür entschuldigen. Applaus 2016 hat der Deutsche Bundestag endlich eine Resolution verabschiedet, in der vor allem dem Leid und dem Genozid an den Armeniern und Armeniern gedacht wurde. Es war ein langer Kampf, bis dieses endlich möglich war. Und es ist richtig, dass es diese Resolution gibt. Und wir sind froh, dass wir darauf aufbauen können. Und wie wichtig diese Resolution war, zeigt auch
der jetzt gelaufene Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien. Und es ist sehr gut, dass in dieser Resolution dem Völkermord an den Armenierinnen und Armeniern gedacht wurde. Besser wäre es, wenn die Pontos-Griechen darin nicht nur implizit, sondern explizit genannt werden. Für die Linke kann ich sagen, wir wollen, dass auch der Genozid an den Pontos-Griechen explizit in einer solchen Resolution des Deutschen Bundestages benannt wird. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir wissen, warum es dieser Bundesregierung und vielen im Bundestag so schwer fällt, solche Anerkennungen und Entschuldigungen durchzuführen. Es liegt daran, dass diese Bundesregierung ein enges Verhältnis zu der derzeitigen türkischen Regierung pflegt und mit ihnen engsten Austausch die ganze Zeit in allen politischen Bereichen durchführt. Und wir fordern, dass damit endlich Schluss sein muss. Es muss endlich Schluss sein mit dieser engen Zusammenarbeit der deutschen Bundesregierung mit einem Despoten wie Erdogan. Das ist unerträglich und muss endlich aufhören. Bravo! Bravo! Der Türkei in Nordsyrien ist und bleibt völkerrechtswidrig. Und die laufende Besatzung zentrale Leerstur sein. Wir sollten uns dran halten. Nie wieder Krieg und nie wieder Faschismus. Liebe Freundinnen und Freunde, jetzt ist es so, dass eine ganze Reihe von Ländern von damals dem nationalsozialistischen Deutschland überfallen wurden und unermessliches Leid in diese Länder gebracht wurden. Es gab einen Angriffskrieg und es gab einen Vernichtungskrieg. Und ich habe als 19-Jähriger damals in Griechenland, als ich dort Urlaub gemacht habe, eine erschreckende Erfahrung gemacht. Wir waren in Kalafrita und haben dort Urlaub gemacht wegen der schönen Zahnradbahn. Und irgendwann haben wir erfahren, dort hat die Wehrmacht eines ihrer Massaker durchgeführt. Und ich habe damals schon mitbekommen, dass das bis heute nicht wirklich von Seiten der Bundesregierung und der Bundeswehr als Nachfolgearmee der Wehrmacht anerkannt ist. Ich kann nur klar sagen, das waren Kriegsverbrechen und da ist es richtig, wenn es entsprechende Reparationszahlungen gefordert werden. Und es ist für mich bis heute nicht verständlich, warum es nicht möglich ist, dass die Bundesregierung sagt, ja, das Deutsche Reich, damals Nationalsozialismus, sind dort Verbrechen begangen worden und ja, wir zahlen Reparationen dafür. Wir sagen, das wäre notwendig. Liebe Freundinnen und Freunde, wir gedenken des Genozids an den Pontos-Griechen. Ich glaube, dass es von zentraler Bedeutung ist, Täter zu benennen und gleichzeitig klar zu haben, dass nur in der Versöhnung die Zukunft ist. Und insofern ist es von zentraler Bedeutung, dass Sie hier dieses Gedenken machen und wir klipp und klar die Botschaft aussenden, für uns gibt es keine besseren Menschen oder Menschen, die über anderen stehen, sondern wir kämpfen dafür, dass alle Menschen gleich sind und dass so etwas wie dieser Genozid an den Pontos-Griechen nie wieder und nie wieder passiert.
bedanke mich. Ich bitte nun den Generalkonsul Herrn Simeon Dinardakis am Gedenkmal den Kranz niederzulegen. Παρακαλώ, μην μπει και άλλο χώρο. Ich bitte nun den Bund der Verbände der Eltern und Erziehungsberechtigten in Deutschland am Gedenkmal den Kranz niederzulegen. Ich bitte nun den Verband der Vereine der griechischen Eltern und Erziehungsberechtigten in Baden-Württemberg am Gedenkmal. Ich bitte nun die griechische Gemeinde Stuttgart am Gedenkmal den Kranz niederzulegen. Thank you.
Ich bitte nun die griechische Gemeinde Waiblingen, am Gedenkmal den Kranz niederzulegen. Ich bitte nun die griechische Gemeinde Filderstadt, am Gedenkmal den Kranz niederzulegen. Ich bitte nun den Verein der Eltern und Erziehungsberechtigten des griechischen Lyzeums in Stuttgart, am Gedenkmal den Kranz niederzulegen. Der Verein der griechischen Eltern und Erziehungsberechtigten in Stuttgart-Feuerbach, am Gedenkmal den Kranz niederzulegen. Ich bitte nun Herrn Amanatis Tangalidis, am Gedenkmal den Kranz niederzulegen. Ich bitte nun Ali Erkem, am Gedenkmal den Kranz niederzulegen.
Ich bitte nun den thrakischen Kulturverein in Stuttgart, den Kranz niederzulegen. Ich bitte nun den Pontisch Verein aus Stuttgart und Umgebung, Romania, am Gedenkmal den Kranz niederzulegen. Amarados am Gedenkmal den Kranz niederzulegen. Verein aus Schondorf am Gedenkmal den Kranz niederzulegen. Erlauben Sie mir noch einmal darauf hinzuweisen, ich weiß, es ist anstrengend, aber immer noch die Abstände zu halten. Bitte. Ich bitte nun den Pontischen Verein aus Mannheim, Panagia Sumela, am Gedenkmal den Kranz niederzulegen. Den Pontischen Verein aus Reutlingen, Obondos, am Gedenkmal den Kranz niederzulegen. Thank you.
Ich bitte nun den Ponzi-Verein Herr Brechtingen, Akrites am Gedenkmal den Kranz niederzulegen. Verein aus Negatenzlingen, Akritas, am Gedenkmal den Kranz niederzulegen. Bitte nun den Ponzi-Verein aus Backnang, Ypsilantis, am Gedenkmal den Kranz niederzulegen. Verein Weiblinge, Argonauten, am Gedenkmal den Kranz niederzulegen. Den Ponzischen Verein aus Bittigheim, Panaia Sumela, am Gedenkmal den Kranz niederzulegen. Nun den Ponzischen Verein aus Esslingen am Gedenkmal den Kranz niederzulegen. Aus Stuttgart von der Gestia zusammen mit unserem heutigen Bundestagsabgeordneten als Gast, als Gedenkredner, am Gedenkmal das Kranz niederzulegen. Als Veranstalter noch unser Grußwort an euch hier heute richten. Ich bitte nun Elen Siropoulou.
δίκαια δράσας, συμμάχους εξ Θεούς, μας λέει ο Μέανδρος τον 4ο π.Χ. αιώνα, και εννοεί, αν ενεργείς δίκαια, θα έχεις συμμάχους τους Θεούς. 2021, και όντως οι Θεοί συμμάχησαν, και οι ψυχές των Αρμενίων που γενοκτονήθηκαν επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1915, αναγνωρίστηκαν επισήμως ως γενοκτονία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μάλιστα εκ στόματος του Προέδρου της, κυρίο Τζον Μπάιντεν. Η πολιτική και η γεωπολιτική σκαχέρα έχουν στηθεί και οι κινήσεις των Πεσών έχουν αλλάξει κατεύθυνση, από ό,τι μας ενημερώνουν οι πολιτικοί αναλυτές. Αγαπητοί μας συνειδοπόροι, όλοι εμείς σήμερα, γνώστες της ιστορικής μας παράδοσης, της αλήθειας και της δικαιοσύνης των ανθρώπων όλης της γης, που σέβονται τις δημοκρατικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώνουμε τις φωνές τους με τις δικές μας και υποσχόμαστε να αποτρέψουμε παρόμοια εγκλήματα που προσβάλλουν και ξεφτιλίζουν την ανθρωπότητα. Θεωρούμε ότι ο κάθε ένας από εμάς οφείλει να τοποθετήσει ένα λιθαράκι προς την κατεύθυνση αυτή, που δεν είναι άλλη από την αναγνώριση του μεγάλου εγκλήματος της γενοκτονίας, αλλά ταυτοχρόνως και στο να κρατήσουμε ζωντανή στη μνήμη μας το ολοκαύτωμα των Εβραίων, τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και κατ' επέκταση των Ελλήνων της Τράκης, της Ιωνίας, των Αρμενίων και των αδερφών Ασσυρίων, χωρίς να εξαιρέσουμε τη γενεοκτονία που υφίσταται σήμερα ο κουρδικός λαός. Εκ μέρους της Δωδεκάπολης, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς για όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεστε κοντά μας και στηρίζετε τον πανανθρώπινο αγώνα μας. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ οφείλουμε ακόμα και σε μέτερον της Αντέτσα, την πρώην Γενική Πρόξενος της Στουτκάρτη, κυρία Ελένη Λιανίδου, που κατά την παραμονή της εδώ συνέλαβε ουσιαστικά και καθοριστικά στην προβολή του ζητήματος της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου μέσω του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού ΕΣΒΕΑ ΤΡΑΙ. Ήταν η πρώτη Ελληνίδα διπλωμάτη στον χώρο της Γερμανίας και έτσι θα μείνει στην ιστορία, η οποία με την εμπειρία που τη διακρίνει συνεργάστηκε με τη Δωδεκάπολη των Ποντιακών Συλλόγων της Βάδης Βιδεβέργης και συγκεκριμένη συνεργασία έγινε αντικείμενο αξιολόγησης με τα εξής θαυμάσια αποτελέσματα από τον εμπνευστή της 19ης Μαΐου και της ειρηνικής πορείας μας εδώ στη Στουτκάρδη, κύριο Μιχάλη Χαραλαμπίδη, ο οποίος τονίζει τη συμβολή της Ποντιακής Δωδεκάπολης στη Βάδη Βιδεβέργη ως εξής. Ο πρωταγωνιστισμός από τα κάτω συναντήθηκε με την ελληνική προξενική παρουσία και το δίνει ως παράδειγμα στον Υπουργό Εξωτερικών κύριο Δένδια ότι αν γινόταν σε όλα τα λαντ θα ήμασταν σήμερα αλλού. Ευχόμαστε το παράδειγμα της κυρία Λιανίδου να ακολουθήσουν και άλλοι Έλληνες διπλωμάτες. Σας ευχαριστώ. Thank you.
Meine Damen und Herren, hiermit schließen wir wir Organisatoren die heutige Veranstaltung, die Vereine der Pontuskirchen aus Baden-Württemberg vor der Kapolis. Ich bitte nun euch alle, wenn ihr wollt, eure Blumen am Mahnmal niederzulegen. Wir wünschen euch alle eine schöne Rückfahrt und möglicherweise bleiben Sie alle gesund. Vielen Dank, bis zum nächsten Jahr. Thank you.